Kannst du Auto fahren? Schau dir diesen alten Führerschein an. Er wurde im Oktober 1949 ausgestellt. Der Inhaber ist Guo Yusan aus der Provinz Shandong. Im Monat der Gründung der Volksrepublik China wiederholte er die Führerscheinprüfung für diesen Führerschein. Auf der ersten Seite des Führerscheins wurden die Grundsätze der Autofahrer gedruckt. Erstens, das Fahrzeug pflegen. Zweitens, Benzin sparen. Drittens, umsichtig fahren. Viertens, Straßenverkehrsordnung befolgen. Lasst uns die große Verantwortung des Autolenkrads zu jener Zeit spüren. Das Autofahren war zu jener Zeit eine beneidenswerte Arbeit. Um das Fahren zu erlernen, brauchte man ein Empfehlungsschreiben von der Arbeitseinheit. Erst nach Bestehen der politischen Überprüfungen konnte man sich dafür anmelden. Nach Unterzeichnung des Fahrschulvertrags wurde man zum Fahrschüler. Beim Fahrlehrer lernte man nicht nur das Fahren, sondern auch das Reparieren von Autos. Er heißt Yu Fengyan. Im Jahr 1951 lernte er im Alter von 19 Jahren in einer Fahrschule in Harbin das Autofahren. Nach dem Erwerb seines Führerscheins fing Yu Fengyan in der neu gegründeten Automobilfabrik Yiqi an, große Fahrzeuge zu fahren und Ausrüstung zu transportieren. An einem Tag im Juli 1956 erhielt Yu Fengyan die Benachrichtigung, er sollte die erste Ladung von Jiefang-Lastwagen fahren, die Produktionslinie verließen, um den Erfolg zu melden. Als ich das Fahren erlernte, gab es keine in China hergestellten Autos. Als ich mit dem Auto fuhr, fuhr ich die in den USA hergestellten Autos. Aber jetzt wird sogar die kleinste Schraube bei uns in China hergestellt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin wirklich stolz darauf. Ich fahre als Chinese ein chinesisches Auto. 1959 wurde er erneut zu einem Fahrer für die erste Ladung Hongqi-Personenkraftwagen. Während der Feierlichkeiten zum 10. Geburtstag der Gründung der Volksrepublik China nahm Yu Fengyan stolz mit Hongqi, Dongfeng, Jiefang und Sattelkraftfahrzeugen von dem Tiananmen an der Parade zum Nationalfeiertag teil. Yu Fengyan, der mit ausländischen Autos das Fahren lernte, hatte seitdem das Lenkrad chinesischer Autos fest in den Händen gehalten. Mit der Politik der Reform und Öffnung ist der Wunsch, das Autofahren zu erlernen, für alle immer größer geworden. In den 80er Jahren gab es wenige Fahrer und wenige Autos. Obwohl die Regierung allmählich Beschränkungen für den Kauf von Privatfahrzeugen lockerte, blieb das Familienauto ein Luxusgut, an das man nicht ohne weiteres gelangte. Mit der allmählichen Verbreitung von Privatfahrzeugen in den 90er Jahren traten Fahrschulen, die Menschen das Fahren beibrachten, in Erscheinung. Ganz gleich, ob man sich ein Auto leisten konnte oder nicht, war der Besitz eines Führerscheins etwas, worauf man stolz sein konnte. Zu jener Zeit waren die Anmeldungsbüros der Fahrschulen voller Menschen. Diejenigen, die angemeldet waren, konnten jedoch ohne harte Arbeit keinen Führerschein erhalten. Es gab normalerweise ein Fahrschulauto für 8 Fahrschüler. Für einen Tag in einem holpernden Auto konnte jeder das Lenkrad nur 20 Minuten lang halten. Von der Prüfung der Straßenverkehrsordnung und der technischen Kenntnisse zu dem Slalomtest und der praktischen Fahrprüfung brachten die Fahrschulen wie am Fließband ununterbrochen eine Vielzahl von Autofahrern hervor. Die Dauer des Fahrenlernens nahm stetig ab, von 2 bis 3 Jahren auf 1 Jahr, 6 Monate, dann 3 Monate und sogar noch kürzer. Als Personenkraftwagen in den Familien Einzug erhielten, trat China auch in die Automobilgesellschaft ein. Die Höflichkeit der Autofahrer ist das Antlitz des Stadtverkehrs. Die Führerscheinprüfung wurde mit Prüfungsinhalten der Fahrethik ergänzt, wie der Verpflichtung, Fußgängern Vorrang zu gewähren, damit Fahranfänger am Lenkrad von Anfang an gute Fahrer sind. 1950 gab es in ganz China nur 54.000 Autos. Im heutigen China gibt es mehr als 400 Millionen Autofahrer. Die Räder rollen, die Zeit fliegt vorüber. Das Autofahren ist zu einer unverzichtbaren Fähigkeit im Alltag geworden. Gleichzeitig sind bereits fahrerlose Technologien aufgetreten. Werden Menschen den Fahrersitz gänzlich verlassen? Der Autotraum der damaligen Zeit ist längst verwirklicht. Der Autotraum in Zukunft ist bereits auf dem Weg.